Freunde, 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 wir sind hier bei Elder Scrolls Online, dem Skyrim-Game quasi, aber als MMO. Das wird ein ganz interessanter Titel. Wir sehen hier auch schon Gronkh und Debitor, die beiden sind schon am Zocken. Ich habe mir so einen kleinen Hut gekauft, so einen kleinen Hut zugelegt. Und damit wollen wir jetzt mal checken, was hier so abgeht. Wir sehen uns gleich im Game. Los geht's hier mit Elder Scrolls Online. Sehr geiler Titel. Gronkh, du spielst schon. Sag noch was dazu. Ja, wir haben gerade erst angefangen, muss man sagen. Wir haben uns die Charaktere quasi, ich bin ja mit dem Debitor unterwegs und wir haben uns gerade die Charaktere angelegt erst und sind quasi, machen gerade die ersten Schritte hier in der Welt und bewegen uns jetzt in Richtung Daggerfall, wo wir hoffen, ein paar Quests aufzunehmen. Ich muss sagen, also grafisch sieht das ganze Ding natürlich sehr episch aus. Für ein MMO sehr, sehr, sehr detailliert, muss man sagen. Das ist sehr ungewohnt eigentlich. Und auch so ein bisschen natürlich, wie man es kennt, halt dieses leicht dreckige, dieses wirklich leicht mittelalterliche, wie man es auch schon bei Skyrim gewohnt ist. Nicht so dieses Heidi-Tighty-Fantasy, sondern richtig schon Deep-Fantasy. Und wir schauen jetzt mal ein bisschen hier um und gucken mal, ob wir irgendwo ein paar Land und Leute so kennenlernen und vielleicht auch die ersten Quests absolvieren kann irgendwo. Also, wir sind hier mit dem Nick am Start. Und Nick, what do you do actually for Elder Scrolls Online? I'm the lead gameplay designer, so combat, classes, progression, monsters, first person mode. One of the most important jobs. Also, er ist lead gameplay designer, einer der wichtigsten Jobs hier. Er kümmert sich um die ganze Kampfsysteme und sowas alles. What's the biggest difference between Skyrim and Elder Scrolls Online from the gameplay? I would say the main one is in Skyrim you can pause, and so a lot of the combat takes place by, you know, swapping what spell you have in your left hand or what weapon you have in your left or right hand. Whereas in MMO, obviously, it's real time and continuous, so we give you access to your five favorite spells in addition to the weapon you have, and you can just fire those at any time by pressing the key on your keyboard. I'd say that's the main difference. Okay, but it's a directly action fight system here also, huh? Sorry, what was that? You have a real action fight system here also. Absolutely. That was something we wanted to make sure that we carried over from Skyrim and from all Elder Scrolls games, is that it was visceral and immersive, and that you weren't just looking at your hotbar and executing things as they came off cooldown. Like, nope, it's about tactics and managing your resources and picking the right spells, and just like you'd expect of an Elder Scrolls game. Also eben war es auch sehr wichtig, dass sie wirklich ein Action-Kampfsystem da drin haben, wie bei Skyrim halt das zu importieren und nicht dieses typische, ich sag mal, halbrundenbasierte, wie bei den meisten MMOs. Wir kennen es ja immer so ein bisschen auch am Game of Thrones. Die Serie kennt ihr ja, da hat ja ein bisschen Ähnlichkeit zu der ganzen Skyrim-Welt, zur Elder Scrolls-Welt. Daggerfall gab es ja auch sogar mal einen Titel bei Morrowind. Ich glaube, das war ein Add-on, wenn ich richtig liege, mit Daggerfall mit dem Namen. Ja, und der Gronkh, der scheint hier Spaß zu haben. Ganz anders als in den vorigen Skyrims sehen wir das Spiel nicht aus der Ego-Perspektive. Das heißt, du hast nicht die Ego-Perspektive, das ist Third Person, siehst deinen Charakter von hinten. Das macht natürlich einen gewaltigen Unterschied vom Gameplay, hat man sich aber wahrscheinlich auch so gedacht, weil es nun mal ein MMO ist. Naja, und die Jungs scheinen hier richtig Spaß zu haben. Ich gehe mal zum Debitor rüber. Ich mach mal so gerade hier. Debitor, wie sieht's aus? Ja, sehr gut. Wir müssen jetzt wieder ein Schwein suchen, ähnlich wie bei Zelda schon. Ja, und dann machen wir uns mal auf die Suche. Wo finden wir hier ein Schwein? Das ist die Frage. Ja, der Bauer ist ja traurig. Obwohl auf der Karte, guck mal. Das Ding ist, wir sehen auch, ich glaube, der Gronkh spielt so eine Art Schurken, ne? Ne, ich bin Krieger natürlich. Wie Krieger, okay. Ja. Und der Debitor ist so eine Priesterart, ne? Oder? Ein Magier. Magier, ja gut, da merke ich ja fast richtig. You have a lot of classes and races, like in Skyrim. How much classes you can play in the final game? Well, there's four classes, but a class is just three skill lines that you get that are unique to you. And you're going to start the game with 12. And then you can keep learning them. You can join the Mage's Guild, that'll get you a skill line. You can become a werewolf, that'll get you a skill line. I actually counted it before I came out to E3, so I'd have the number. There's over 50 skill lines in the game that you can collect, and your class is just three of them. Wow. So the class is really a starting point, and who your character is going to become, it depends on how you play through the game and what choices you make as you do that. Ah, okay, also es gibt auf jeden Fall vier Startklassen, aber die entwickeln sich weiter. Es gibt dann 50 Skillwege irgendwie, wie man seinen Charakter dann fortentwickeln kann. Der passt sich dann nach der Zeit an. It's very nice. What's your favorite class, your favorite... maybe you have some, a favorite race. What's funny is we usually talk in terms of builds at this point, because a class isn't really, like, it can be anything. And my current go-to build is I like to take advantage of the weapon swapping. So I have a heal staff and all magic spending abilities on one hotbar, all heal-oriented abilities. And then I have a bow and all stamina spending abilities, right, that are for my bow. And I basically cause a lot of damage, get everyone focused on me, then swap to my heal staff, heal myself up,
then once everyone's sort of realizing they're not going to kill me, I switch back to my bow and use all the stamina that I have. So I take advantage of the weapon swapping. Also er wechselt seinen Charakter ständig hin und her. Er hat so einen High-Charakter, dann nimmt er noch einen mit dem Bogen, kombiniert das alles so ein bisschen. Man kann sehr gut kombinieren. You can make good combinations of characters, of classes in the game and skills and stuff like that. Also man kann sehr viel kombinieren mit Charakterklassen, Skills und so. Ich glaube, das habt ihr alle verstanden. I think Elder Scrolls Online comes out and when it comes out? This year? Yeah? Spring 2014. Im Frühjahr 2014 kommt der Titel raus, da müssen wir noch ein bisschen warten. This is the alpha version, but it seems to be really ready. It looks very nice. Well, I'm glad you think so. Yeah, we've just started opening up to beta and getting players into our game, you know, who have signed up. And we're getting a lot of really positive feedback about it. And you know, I think one of the things that people appreciate is we're very focused on delivering a polished quality experience, right? We want people to be able to play continuously and not have to be frustrated by bugs. So that's just one of our philosophies. Also er will auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel uns auftischen, mit wenig Bugs, möglichst wenig. What's the biggest difference if you develop a game like an offline RPG like Skyrim and an MMO? What's the biggest difference over there? There's a lot. I think you probably, you know, in terms of the gameplay, the biggest things you have to account for is the latency. In Skyrim, you know, everything can be simulated because you're the around you, right? You know, if I'm running in this section of the world, the whole rest of the world doesn't have to be happening at the same time. And so in an MMO, you basically have to consider that everything is occurring in the same world and you can't focus as much processing power on it, basically. And what this means is you have to, I guess, focus more on the interplay of abilities as opposed to, you know, oh, my sword physically touched the guy at that moment, right? You do your best you can to simulate that style of combat, but you don't actually have a physics simulation that is occurring that is unique to you, right? The server's doing that. So you have to test a lot. That's probably a better one. It's a lot bigger, so yes, absolutely. It's larger scale, you have to test quite a bit more. Ja, man muss halt beim MMO ist ganz klar, du hast ja viele Spieler, nicht nur einen Charakter. Du musst halt wirklich aufpassen, wie du die Welt geschaffst. Du musst viel ausprobieren, viel testen. So why the guys down there should play Elder Scrolls Online? What's your favorite your stuff? What you can say to these guys down there to play the game? Also was sagt er, warum sollte man dieses Spiel unbedingt spielen? Warum sollte man sich auslassen? Well, I would say if you played Skyrim and you love Skyrim, this is a game that we tried to make that would be an evolution of that. If you ever had a build or a character in Skyrim that you just wished you could share with someone else, this was our philosophy from the beginning. We wanted to make it like all those things that you had developed for your character in the game is something that you can then take and share and play with friends. The thing is, I've seen Daggerfall, it's also Morrowind afterwards, yeah, it was in former times. Yeah. Why you change this perspective? Like, third person now, and first all the Elder Scrolls titles are ego perspective. Well, as it turns out, all the Elder Scrolls titles give you the option of both, and we opted to do the same. This is an older build that you're seeing right here, and so it doesn't have the fully playable first-person perspective with the hands, but that's in. In fact, you can see on the video up here, you can see the screens. We got that in, and in the beta that people are going to be playing in, they can play with that perspective. So also, we absolutely want to support both. Also die Ego-Perspektive, wie wir sie aus den ganzen Elder Scrolls-Titeln kennen, wo man die Waffe halt in der Hand sieht, die wird auf jeden Fall reinkommen. Die sieht man jetzt gerade nicht. Man kann aber im MMO zwischen Third-Person und der Ego-Perspektive wechseln. Ziemlich geil gemacht. Thank you very much. It was really nice to meet you. Yeah, and have a lot of fun. Good luck with the game. Thank you.